und ob wir hier auch was kriegen. Frau Präsidentin, Frau Ministerin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wie oft haben wir über die Notwendigkeit eines Weltklimavertrages hier in diesem Haus debattiert? Wie oft mussten wir uns entgegenhalten lassen, das wird überhaupt nie was, da wird immer nur diskutiert, man kommt einmal im Jahr zusammen auf Klimakonferenzen, am Ende kommt aber allenfalls ein ganz kleiner Schritt raus und im Ergebnis werden sich insbesondere die USA und China blockieren und es wird dabei bleiben, dass wir eben nicht gemeinsam international einen solchen Vertrag hinbekommen. Und deshalb ist unsere Freude so groß gewesen, als im letzten Jahr in Paris dieser Vertrag zustande gekommen ist. Und es ist, das will ich unterstreichen, was die Vorredner gesagt haben, heute ein Tag der Freude, dass wir im Bundestag über die Ratifizierung abstimmen können. Ich finde, es ist ein Quantensprung für den internationalen Klimaschutz und ist darüber hinaus als Zeichen der Handlungsfähigkeit der internationalen Gemeinschaft auch ein Signal, das über die Klimapolitik hinausgeht und uns Mut macht, angesichts aktueller Krisen wie etwa der Flüchtlingskrise, dass die internationale Gemeinschaft gemeinsam sich zusammenraufen und handeln kann. Und darauf können wir aufbauen. Jetzt hat der Erfolg immer viele Väter, in diesem Fall aber auch eine Mutter, nämlich die Gastgebernation. Auch das ist schon in Anwesenheit des Botschafters gewürdigt worden, nämlich Frankreich. Frankreich als Gastgeberland, aber auch mit der Präsidentschaft von Laurent Fabius. Und auch da dürfen wir oder müssen wir dazu sagen, dass wir in der Vergangenheit auch erlebt haben, dass eine Präsidentschaft einen Erfolg einer solchen Konferenz auch gefährden kann. Die Bundeskanzlerin hat bei dem Petersberger Klimadialog die französische Gastgeberrolle gewürdigt und hatte gesagt, es war eine exzellente Vorbereitung, es war ein exzellenter Einsatz, es war exzellente Diplomatie und damit, Herr Botschafter, auch ein Erfolg für die französischen Gastgeber. Und deshalb freuen wir uns auch nachher mit Ihnen noch in der Lobby zusammenzukommen, um gemeinsam darüber nachzudenken, was Deutsche und Franzosen gemeinsam anstoßen können, auch in Zukunft. Und das will ich unterstreichen. Es war wie in vielen anderen Bereichen, gerade auch in der Klimapolitik, in den vergangenen Monaten eine ganz enge Abstimmung zwischen Deutschland und Frankreich. Und eine der Vorlagen, die den Weg nach Paris geebnet hat, das war die G7-Konferenz in Elmau, bei der die Bundeskanzlerin mit den anderen Staats- und Regierungschefs zusammengekommen ist und bei der am Ende das Ziel einer Dekarbonisierung unserer Volkswirtschaften in diesem Jahrhundert und in den Industriestaaten schon deutlich zuvor, zur Mitte dieses Jahrhunderts, in den Blick genommen wurde. Das war ein Meilenstein. So konnte Deutschland seinen Beitrag in Abstimmung mit den Franzosen und dann innerhalb der Europäischen Union leisten. Und deshalb geht es jetzt selbstverständlich darum, diese Vereinbarung, die in Paris getroffen wurde, auch mit demselben Nachdruck, mit derselben Ambition umzusetzen. Deutschland hat in Paris zu der sogenannten, ich sage es auf Deutsch, Hochambitionskoalition gehört, also zu den Staaten, die sich in besonderer Weise mit viel Ambition und ich darf auch dazu sagen, mit einer großen Glaubwürdigkeit, die über viele Jahre, über unterschiedliche Bundesregierungen hinweg aufgebaut und fortgeführt wurde, für ein ehrgeiziges Abkommen eingesetzt hat. Und genauso ist es unsere Aufgabe, mit Ambition und mit Ehrgeiz das umzusetzen. Da geht der Blick nach Europa, wo wir unsere Ziele, wie ich finde, nach oben korrigieren müssen. Wir hatten formuliert gehabt, ein mindestens bei dem europäischen 2030-Ziel. Jetzt ist die Zeit, dieses mindestens herauszuziehen und hier mit mehr Ambition europäisch vorzugehen. Und selbstverständlich müssen wir im Deutschen Bundestag und muss die Bundesregierung in ihrem Beispiel ihren Beitrag dadurch leisten, dass die formulierten Ziele erreicht werden. Das kurzfristige 2020-Ziel mit weiteren Maßnahmen. Ich will zum Beispiel nennen einen neuen Anlauf bei der steuerlichen Förderung der Gebäudesanierung, um hier durch Effizienz Klimaschutz zu stärken. Und selbstverständlich
Und selbstverständlich müssen wir das, was wir uns vorgenommen haben mit dem Klimaschutzplan, mit Leben füllen. Ich glaube, es ist normal, dass bei so einem ambitionierten, bei einem solchen weitreichenden Vorhaben auch diskutiert wird in den Fraktionen, zwischen den Fraktionen. Aber am Ende muss ein ambitionierter und möglichst konkreter Fahrplan stehen, wie wir in den nächsten Jahrzehnten die in Paris formulierten Ziele in Deutschland erreichen wollen. Und dabei werden alle Sektoren ihren Beitrag leisten müssen. So führen wir die Diskussion. Wir wollen das erreichen mit Technologie und Effizienz. Und so wollen wir, will ich für meine Fraktion sprechen, diesen Klimaschutzplan gestalten und zum Erfolg machen. Jetzt bin ich der letzte Redner vor der Abstimmung. Und damit freue ich mich, den Weg freimachen zu dürfen für diese Ratifizierung, der Präsidentin wieder das Wort übergeben zu dürfen. Ich finde, es ist ein starkes Signal, dass wir... Wir wollen mit anstoßen. Ich finde, es ist ein starkes Signal, dass wir diese Ratifizierung bei allem Streit, den wir im Detail haben, mögen, einheitlich geben, mit der Zustimmung aller Fraktionen, mit der Zustimmung aller Abgeordneten dieses Hauses. Das ist ein starkes Signal für den Klimaschutz und nach Marrakesch. Und in diesem Sinne herzlichen Dank. Vielen Dank, Andreas.